Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Österreichischen Nationalbank zu unserer Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung der jüngsten Wirtschaftsprognose. Also herzlich willkommen hier im Saal. Ich begrüße auch die Zuseher, die uns also per Livestream im Internet also mitverfolgen. Und was wir Ihnen heute hier präsentieren, ist also nicht sehr erfreulich, aber das wird Ihnen unsere Frau Dr. Ritzberger-Grünwald, unsere Chefökonomin, und Herr Holzmann, der Gouverneur der Nationalbank, also im Detail erklären. Sie finden natürlich, also für die Zuschauer im Internet, die Unterlagen alle also im Internet. Sie haben also alle Unterlagen vor sich, und wir beginnen wie gewöhnlich also mit den Präsentationen. Herr Gouverneur, bitte. Danke vielmals. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz für die Prognose, die etwas ungewöhnlich ist, weil sie auf der einen Seite stattfindet mitten in einer Krise, über die Auswirkungen wir berichten werden, nicht? Und gestern auch im Rahmen der Prognosedarstellung der EZB, die dann in die Diskussion und Entscheidung geführt hat, da ist, nicht? Und das gegenüber dem Hintergrund, der auch im Titel der Prognose schon da ist, nicht? Wir haben hier die größte Herausforderung der Zweiten Republik. Ich möchte auch dem Team um Frau Dr. Ritzberger herzlich danken, nicht? Das Führungsteam der ÖNB ist üblicherweise in die Prognose eingeschaltet, aber diesmal war es etwas mehr noch, um ein bisschen auch zu verstehen, was die Annahmen sind, weil wir alle mit den Konsequenzen damit leben müssen. Ich werde die Einleitung machen, den Überblick über die Prognose. Frau Dr. Ritzberger wird dann Ihnen einige Details dann noch ausführen. Und beginne mit dem ersten Slide, die versucht ein bisschen die, wenn man so will, die Ursache, die medizinische Ursache mit ihren Wirkungen und vor allem mit der Heterogenität, wie wir sie in Europa kennen, aufzuzeigen. Nicht? Wie man sieht, von da links oben beginnend, nicht, die Infektionen insgesamt haben in Europa ein hohes Maß von Heterogenität aufgewiesen, hier ausgedrückt jeweils in 1000 Infektionen pro 1000 Einwohner. Nicht? Und hier hat Österreich zum jetzigen Zeitpunkt, und das wird hoffentlich so bleiben, einen der geringsten Niveaus dazu. Und was, glaube ich, noch wichtig ist, auf der rechten Seite davon auch eine sehr geringe Todesrate, die darauf hinweist, dass also die Maßnahmen, auch die medizinischen, sehr effizient gewesen sind. Rechts unten haben Sie dann eine Messgröße, die sich mit der Stringency, mit der Festigkeit der Maßnahmen beschäftigt. Nicht? Das hat die Oxford University zusammengestellt, hier eine Metrik, die unterschiedlichsten Maßnahmen versucht einzubinden. Und was Sie hier haben, wenn man so will, ist das Maß, sind die Stringency um die Hochzeit in jedem Land, wie das war. Und wie man hier feststellen kann, hat Österreich, ist eher mehr im Mittelbereich dabei, was die Stringency anbelangt, was Sie haben, jetzt so bei 85%. In der Zwischenzeit ist das Gesamte auf über 50%, knapp über 50% zurückgegangen und liegt dadurch nur mehr knapp mehr an Schweden, dass er viele der Dinge nicht nachgemacht hat. Also was man daraus sieht, ist, dass Österreich mit vergleichsweise nicht übertriebenen Maßnahmen gelungen ist, Infektionen und die Todesfälle in den Griff zu bekommen, was ich nicht nur den Maßnahmen zuschreibe, sondern auch dem hohen Maße an den Disziplin der österreichischen Bevölkerung. Und im Ergebnis sehen Sie dann hier, dass Österreich bei den jetzigen Infektionsfällen jetzt bei 0,04 pro 100.000 Einwohner ist. Das heißt also eine sehr, sehr geringe Zahl aufweist. Diese Heterogenität, die wir hier haben, übersetzt sich natürlich auch dann, und das ist die zweite Slide, die wir hier haben, in die Heterogenität der Ergebnisse, beginnend mit den Ausgaben, mit dem Ausgangspotenzial auf der linken Seite. Was Sie hier haben, sind zunächst einmal die schwarzen Punkte. Das ist die Wachstumsrate im Jahre 2019.
Und wie Sie hier sehen, liegt Österreich hier im guten Mittelfeld drinnen, was die Wachstumsrate anbelangt. Die Stabdiagramme daneben ist das Maß, in dem es den Ländern gelungen ist, seit der großen Finanzkrise 2007, das Niveau vor der Finanzkrise wieder zu kompensieren. Und was Sie hier haben, sehen Sie, dass Österreich auch hier im sehr guten Bereich drinnen liegt und wogegen einige der Länder, die jetzt auch wieder schwer betroffen sind, wie gerade Italien, vor der Krise nicht gelungen ist, das Vorkrisenniveau zu erreichen. Auf der rechten Seite sehen Sie aber dann die Unterschiedlichkeit der Beeinflussung durch die Gesundheit, durch die Lockdown-Maßnahmen auf die wirtschaftliche Entwicklung. Und hier liegt Österreich auch in einem sehr guten ersten Drittel dabei. Es hat einen Verlust im ersten Quartal, ein Prozent des BIP auf Jahresbasis von 2,5% hier gehabt. Und was man eben hier sieht, dass eine Reihe von anderen Ländern, gerade Frankreich, Spanien, Belgien, hier sehr viel schlechter dran sind. Österreich liegt, wie gesagt, also im sehr guten Mittelfeld hier dabei. Slide Nummer 3, was wir hier haben, ist das nun, wenn man so will, für die Prognose vorbereitet, ich muss die Brillen verändern hier, was sind die Annahmen der weltweiten Rezession, wie sie einfließen in unsere Prognose. Was Sie hier haben, sind die Annahmen von 2020, Juni 2020. Daneben haben Sie links die Ausgangslage von 2019 und rechts davon haben Sie die Differenz zu den Annahmen im Dezember 2019, also das letzte Mal bei der letzten Prognose, wie Sie vielleicht hier waren oder von außen zugehört haben, die damit im Vergleich zu sehen sind. Und was man eben hier sieht, ist, dass in allen diesen Bereichen eine Verschlechterung in den Annahmen im Wesentlichen stattgefunden hatte. Die vergleichsweise gute für einige Nachricht ist, dass der Erdölpreis sich wesentlich verringert hatte. Hat zwar Effekte auf das Preisniveau, aber der Erdölpreis liegt wesentlich unter den angenommen für die Zukunft. Er steigt wieder, als wir es im Dezember vermutet haben, dass der nominelle effektive Wechselkurs weist keine Veränderungen auf und auch im Vergleich zum US-Dollar nur eine leichte Veränderung, eine leichte Aufwertung, die hier stattfindet. Wenn wir uns anschauen bei den Zinssätzen, die Veränderung, die hier angenommen werden, dass die kurzfristigen Zinsen, Geldmarktzinssätze, als auch die langfristigen Zinsen der Staatsverschuldung im Wesentlichen konstant bleiben, nur sehr, sehr gering. Dass aber bei den Kreditmarktzinssätzen der österreichischen Unternehmen eine leichte Erhöhung eintritt, das heißt, in der geldpolitischen Transmission ist es so, dass die geringeren Zinssätze sich nicht in diesem Maße voll niederschlagen. Hat auch den Grund dafür, dass die Kreditnachfrage gestiegen ist, beziehungsweise die Risiken gestiegen sind. Und was Sie unten sehen, ist in dem hohen Maße, wie hier die Krise, die weltweit da ist, sich in den einzelnen Länderbereichen bzw. Gebietsbereich niederschlagen. Auf der rechten Seite sehen Sie das reale BIP der Welt ohne den Euroraum. Und hier ist es so, dass die Krise aus 2009 gerade verhindert hat, dass hier eine Rezession stattgefunden hat, dass aber die jetzige Krise, die Corona-Krise, ein eindeutig sehr, sehr negatives Wachstum hier aufweist und damit die, wenn man will, sehr, sehr viel von der ökonomischen Dynamik in Österreich betreibt. Das ist auch ökonomisch, wirtschaftspolitisch zu sehen. Wir sind, glaube ich, sehr gut, aber wir können nicht sehr viel besser sein, wenn es den Nachbarn nicht so gut geht. Und damit komme ich zu
zur nächsten Grafik und den Daten dazu, die im Wesentlichen die Prognose darlegt, nicht, die wir hier im Euroraum haben, die eben zeigt, die Prognose wurde auch gestern schon im Rahmen der Pressekonferenz von Herrn Lagarde auch angedeutet, als Hauptprognose oder als Prognose, als Hauptszenario wird eben angenommen, dass das reale BIP in diesem Jahr um minus 8,7 Prozent sinkt, dass es begleitet ist im nächsten Jahr von einem Wiederanstieg um 5,2 Prozent, den ein nicht unbeträchtliches weiteres überdurchschnittliches Wachstum von 0,3 Prozent folgte. Wenn Sie wieder ganz nach rechts schauen und die Differenz zu der Märzprognose annehmen, sehen Sie hier, in welchem Maße hier auf der einen Seite für 2020 eine Verschlechterung angenommen wird, 2021, 2022 aber, wenn man so will, diese zu einem hohen Teil, aber nicht vollständig kompensiert wird. Im Bereich des Verbraucherpreisindex ist es so, dass für dieses Jahr eine sehr, sehr geringe Veränderung angenommen wird, die gegen Ende von 0,3 Prozent, die dann über 0,8 im Jahre 2021 sich im Jahre 2022 auf 1,3 Prozent erhöht. Und das ist um 0,3 Prozentpunkte weniger, als wir es ursprünglich gesehen haben. Und wie man sieht dabei, der Hauptgrund, der jetzt einen sehr geringen, aber auch dann wieder den Wiederanstieg ist, liegt im Ölpreis, führt dazu, dass wir heuer eine sehr geringe Inflation haben, keine Inflation, aber im Jahre 2022 wieder höher, weil die Ölpreise sich wieder durchschlagen. Und links unten diese Grafik zeigt eben, weist eben darauf hin, dass das reale BIP im Euroraum in der Krise, dass wir hier hatten, das BIP im Euroraum hier in der großen Krise minus 4,5 war, wogegen es fast doppelt so viel für heuer prognostiziert ist. Und damit kommen wir zum Maßnahmenpaket. Bereits im März hat die Europäische Zentralbank erste Schritte gesät, um auf die Krise zu reagieren. Und was Sie hier in der Grafik haben, ist in der grünen Linie sind die Durchschnittswerte der Ankaufsprogramme in Milliarden, wie es stattfindet. Sie sehen dann auf der linken Seite die Pakete, die ab 2015 mit dem Asset Purchasing Program gesetzt wurden, hinauf und dann heruntergehend. Das ist der Nettoerwerb. Dann war der Nettoerwerb wohl null zwischen 19 und 23. Und seit der Zeit ist er wieder beträchtlich angestiegen. Und hier haben die beiden Programme von März, vom 12. März und vom 18. März, also hier mit dem Pandemic Emergency Purchase Program eingesetzt, und der Gesamtumfang wurde mit gestern mit weiteren 600 Milliarden auf 1,350 Milliarden erhöht. Was diese Programme eben, warum gestern die Entscheidung auch gekommen ist und was dahinter steht, ist, es gab eine sehr umfassende Analyse dahingehend, was die Alternativen werden, ob es Zinssätze sein könnten oder andere Programme oder Instrumente. Und die Analyse hat gezeigt, dass das BEP ein sehr effizienter Ansatz ist, um die Zielsetzungen zu erfüllen, nämlich hier die Inflationsrate wieder innerhalb des Prognosezeitpunktes in Richtung von 2% zu bewegen, und dass das Programm auch sehr gut ist, um
die Transmission der Geldpolitik zu erlauben, weil es die Verzerrungen, die auf einzelnen Märkten besteht, zu verringern. Und dadurch wurde es in diesem Maße ausgewählt. Und es funktioniert, wenn man so will, über drei Dinge. Auf der einen Seite über die hohes Maß von Flexibilität. Das heißt, dass man sehr rasch reagieren kann mit Veränderungen nach oben, nach unten, so Bedarf ist, um die entsprechende Liquidität anzupassen. Dass es sehr flexibel ist im Rahmen der einzusetzenden Kaufentscheidungen, was gekauft wird, privater Sektor, öffentlicher Sektor. Und hier bei dem privaten Sektor die unterschiedlichen Asset-Kategorien, die drinnen sind. Und die dritte Frage ist, dass es auch sehr flexibel ist im Rahmen des Kaufes, in welchen Gebietskörperschaften die Käufe getätigt werden. Ich bin überzeugt, Sie werden danach ja noch einige Fragen dazu haben. Und damit zu den letzten beiden Slides, die ich hier habe, oder letzten drei Slides. Es ist daran zu denken, dass neben dem BEP aber die anderen Programme, die beschlossen sind, noch weitergehen. Und ein sehr wichtiges Programm sind eben die Programme für die DELTROs, für die Targeted Long-Term Derivatives Operations, die schon im März beschlossen wurden, die aber in volle Wirksamkeit jetzt erst im Juni begonnen haben zu erzielen, die dadurch charakterisiert ist, dass über sehr, sehr günstige Zinssätze im extremen Fall einen negativen Zinssatz von 1% Kredite an Institutionen weitergegeben werden können, also Unternehmen, die Schwierigkeiten haben oder nicht am Kapitalmarkt das tun können und hier die Banken angehalten sind und Anreize haben, das zu tun, dass es aber auch dafür Überbrückungstenders geschaffen wurden, die gerade zwischen, wenn man so will, bei der Entscheidung damals und jetzt den Sommertenders für das DELTRO eingreifen. Und das Dritte ist, dass es auch nicht gezielte BELTROs gibt, die Pandemic Emergency Long-Term Operations. Und die sind dadurch charakterisiert, dass sie nicht so viel Bürokratie haben, aber im Preismäßigen auch nicht so interessant sind. Und damit nun zur Österreicher Prognose. Im Vergleich, was erwarten wir als, wenn man will, die prognostizierte, für uns wahrscheinlichste Entwicklung des BIP über die nächsten drei Jahre, ausgehend von einer BIP-Entwicklung von 1,5% im Jahre 2019, erwarten wir für das Jahr 2020 einen Rückgang von minus 7,6% in diesem Jahr, mit einem Anstieg im nächsten Jahr wieder auf 4,9%, gefolgt von einem noch immer beeindruckenden Anstieg um 2,7% im Jahre 2022. Rechts davon sehen Sie die Veränderungen gegenüber unserer Dezemberprognose, die da sind. Und wie Sie daraus sehen, ist es so, dass dieser Anstieg und diese Veränderung sowohl Nachfrage- als auch Angebotsschocks beinhalten und die für 2020, wie Sie sehen, auch sowohl auf der Konsumseite als auch auf der Investitionsseite als auch auf der Exportseite zu sehen sind. Sie sehen auch, dass die Effekte auf den Verbraucherpreis entsprechend sind. Der Verbraucherpreis wird erwartet, dass er eben sehr, sehr gering ausfällt, in beiden Jahren von 0,8 und erst am Ende 2022 wieder auf 1,5% steigt, dass die Arbeitslosenrate ansteigt. Ein höherer Anstieg wird vermieden über die Kurzarbeitprogramme, zumindest in diesem Jahr. Und sehr, sehr wichtig auch für die wirtschaftspolitische Diskussion dann ist, dass es für 2020 eine hohe
Veränderung der Sparquote, sie sieht, welche endogen bestimmt ist, weil auf der einen Seite hier, und die Frau Ritzberger wird noch darauf eingehen, hier es nicht die Möglichkeit gab, Geld auszugeben und auf der anderen Seite es zur Konsumzurückhaltung der Konsumenten gab, wenn man so will, so ein Vorsichtssparen. Und für das Budget ist wesentlich, dass es hier nach einem Überschuss im Jahre 2019 für das Jahr 2020 ein sehr großes Defizit, Veränderung um 8,9% gibt, das sich dann auf 3,9 und 1,5% verringert und dabei der Schuldenstand, der in den letzten Jahren schon stark gesunken ist, sich erhöht auf 84,4%, was der zweithöchste Schuldenstand ist, den wir aufzuweisen hatten oder gemessen haben. Und hier ist aber dann vorgesehen, ist, dass es wieder zu einem Rückgang kommt. Und damit kurz zu der letzten Prognose, die zusammenfasst, wenn man so will, wie die Szenarien dazu ausschauen. Wir haben eine Prognose geliefert, wenn man so will, das ist das Hauptszenario. Es gibt aber zwei andere Szenarien, die gerechnet werden. Und hier ist es so, dass diese Szenarien, als auch die anderen Dinge, da jeweils von der EZB in einer bestimmten Weise auch symmetrisch angenommen werden, wobei es doch gemeinschaftliche Annahmen gibt und dann Annahmen, wobei sich zwischen den Ländern dann verändern, gerade wenn es um den Unlocking geht dabei. Die gemeinsame Annahme ist, dass es zu keiner zweiten Infektionswelle kommt in der Prognose. Es steht auch eine medizinische Lösung im Jahre 2021 zur Verfügung. Im Szenario mit geringerem BIP-Einbruch ist es so, dass der Lock-up, also diese Auflockerung, schneller stattfindet und sehr erfolgreich ist, aber nicht nur wieder in Österreich, sondern weltweit, und dass es zu einer Eindämmung des Virus kommt. Das starke Szenario, Severe Szenario, so ist wesentlich stärkeren Einbruch gekennzeichnet. Hier gibt es dann unter der Annahme eine zweite, jedoch schwächere Infektionswelle, die im Herbst 2020 eintritt und die dann negative Effekte auch auf das Produktionspotenzial haben. Und wenn Sie so wollen, wo ist das V? Im ersten, in der milden Szenario, der optimistischen Variante, ist es ein wirkliches V. In der, wenn man so will, realistischen, in der Prognose, die wir haben, ist es schon ein etwas breiteres V. Und in der Szenario mit einem stärkeren Einbruch wird es zu einem W, das am Ende des Prognosezeitpunktes noch nicht wieder die Höhe erreicht, die wir im Jahre 2019 hatten. So viel zur Überblick, Einleitung, Vergleich mit der europäischen Hintergrund dabei. Und damit darf ich weitergeben an Frau Dr. Ritzberger für ihre Details der Prognose. Danke vielmals. Danke. Guten Morgen und herzlich willkommen. Sie haben gesehen, der Herr Gouverneur hat nicht nur die Prognose der Österreichischen Nationalbank für die österreichische Wirtschaft präsentiert, sondern auch zwei Szenarien, ein mildes Szenario und ein starkes Szenario. Und das sagt eigentlich schon alles über die Unsicherheit, unter der wir diese Prognose erstellt haben. Und diese Unsicherheit gibt es nicht nur nach vorne, in die Zukunft, sondern die Unsicherheit hat uns auch in den letzten Wochen sehr stark begleitet. Sie wissen, viele ökonomische Indikatoren, zum Beispiel die VGR, bekommen wir einmal im Quartal. Manche andere Indikatoren bekommen wir monatlich. Aber in einer Krise, wie wir sie erlebt haben in den letzten Wochen und Monaten, ist das alles viel zu langsam und wird dem nicht gerecht, was wir tagtäglich erlebt haben. Und vor diesem Hintergrund muss man sagen, wir haben versucht, diesen Blindflug durch den Nebel, wie ich das bezeichnen würde, ein bisschen einzugrenzen. Und was man auch sagen kann, ist,
Also Not macht erfinderisch. Und wir saßen hier verstreut über Wien und Umgebung, weil wir haben uns die letzten Wochen und Monate nicht gesehen und haben überlegt, wie kann man dem gerecht werden, diesem großen Tempo der Krise, und haben geschaut, was für Daten es gäbe, die uns hier täglich praktisch Informationen über den Zustand der österreichischen Wirtschaft liefern, und haben unter anderem gefunden die Lkw-Fahrleistungen auf Österreichs Autobahnen, den Stromverbrauch, Mobilitätsindikatoren, Sie kennen alle Google, da kann man sehr schön sehen, was sich tut, wie sich die Leute bewegen, ob sie sich überhaupt bewegen, und viele Daten über das Zahlungsverhalten. Karten. Wenn immer wir zahlen mit den Karten, gibt es hier Daten, die man sich anschauen kann und aus denen man Rückschlüsse ziehen kann auf Österreichs Wirtschaft. Und das haben wir gemacht. Und wir haben einen neuen Indikator erfunden, berechnet, den wöchentlichen BIP-Indikator für Österreich. Und den möchte ich Ihnen jetzt vorstellen, ganz kurz, weil wir haben ihn natürlich veröffentlicht schon in den letzten Wochen. Aber er ist eine großartige Ergänzung zu der Prognose, weil eigentlich es geht um jetzt und um heute und was ist in den letzten Wochen passiert. Dieser neue wöchentliche BIP-Indikator der ÖNB, hier sehen Sie, der zeigt uns, dass binnen zwei Wochen, in den ersten zwei Wochen, hat Österreich 27% des BIP verloren. Also das BIP in der zweiten Woche der Krise war um 27% geringer als in der Woche vom Vorjahr. Das war sozusagen der wirkliche Lockdown und das war das Tal dieser Konjunktur. Und seitdem geht es schrittweise aufwärts, jede Woche ein bisschen besser, sind die Aktivitäten, die wir hier messen, reflektieren sich in dieser roten Linie. Und ein richtiger Schub war die Öffnung aller Geschäfte. Das ist der Dreier, den Sie da sehen auf der Zeitachse oben, der da bestimmte Ereignisse markiert. Und seitdem liegt das BIP Österreichs jede Woche um circa 10% unter dem, was wir in der Vorjahreswoche gesehen haben. Die aggregierten BIP-Verluste, also wenn man das alles zusammenrechnet, zeigen, dass wir derzeit 14,5 Milliarden Euro an Bruttoinlandsprodukt, also an dem, was wir erwirtschaften in diesem Land, verloren haben. Am Anfang waren das 2 Milliarden pro Woche, derzeit ist es nur mehr unter Anführungszeichen 1 Milliarde pro Woche. Und das sind 4% des BIP des Vorjahres. Alle Details zu diesem BIP-Indikator finden Sie auf unserer Homepage. Wir veröffentlichen das wöchentlich derzeit. Es ist etwas komplett Neues, also bitte verhaften Sie uns nicht, wenn wir nicht ganz richtig gelegen sind damit, aber es hätte keinen Sinn gemacht, da zu warten. Wir wollten einfach auch der österreichischen Wirtschaftspolitik hier die Möglichkeiten geben, ein bisschen bei diesem Blindflug durch den Nebel, ein bisschen Orientierung bei dem, was die Krise mit sich gebracht hat. Jetzt darf ich zurückgehen zur Prognose, die wir heute vorstellen. Und darf Sie jetzt auch in den folgenden Folien mitnehmen in einen Vergleich mit dem, was passiert ist im Jahre 2008, 2009. Sie erinnern sich, das war irgendwie wirklich eine große Krise, an der wir haben jahrelang gebraucht, um da wirklich alles wieder aufzuholen und wieder einen schönen Konjunkturaufschwung zusammenzubringen. Sehen Sie hier sehr schön auf dieser schwarzen Linie. Und was wir jetzt sehen, was wir für heuer prognostizieren, ist eine Rezession, -7,2%. Wenn Sie es vergleichen mit dem, was uns da 2009 ereilt hat, dann ist das circa doppelt so stark. Also wir haben damals einen BIP-Verlust von 3,6% gesehen, 2009 mit 7,2 doppelt so stark. Welche BIP-Komponenten verlieren wir derzeit ganz besonders? Und da sehen wir relativ schnell, es sind nicht unbedingt die Investitionen, weil das ist der grüne Bereich, ist der grüne Teil der Säulen. Dieser Verlust ist eigentlich sehr ähnlich zu dem, was wir 2009 gesehen haben. Nein, die richtige Rezession ereilt uns derzeit aus der Richtung des privaten Konsums. Das ist der blaue Teil dieser Säulen. Und wenn Sie sehen, 2009, dieser blaue Teil ist noch im Positiven.
Also nicht großartig, nicht groß, aber doch, er hat uns ein bisschen unterstützt, der private Konsum damals. Während jetzt in der aktuellen Krise bricht der private Konsum weitgehend ein und weg. Das ist der blaue Teil, der hier 2020 so stark ins Negative geht. Das ist das Resultat des Lockdowns. Noch ganz kurz, 2021, die 4,9. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, schaut ganz gut aus, 4,9 ist eigentlich eine tolle Wachstumsrate, aber vergessen Sie nicht, dass wir da in diesem Fall von einer deutlich niedrigeren Basis aus starten und deswegen uns die 4,9 nicht auf das bringen werden, was wir im Vorjahr gesehen haben. Ich möchte jetzt ein bisschen auf den privaten Konsum eingehen und auch das vertiefen, was der Herr Gouverneur schon angerissen hat, betreffend die Sparquote. Der Lockdown, den wir gesehen haben, hat zu einem, nicht nur zu einem Konsumrückgang geführt, sondern auch zu einer Art Zwangssparen. Und ich möchte das ganz kurz mit Ihnen durchgehen. Wie ich vorher schon gesagt habe, der Konsum ist eigentlich grundsätzlich so etwas wie ein stabilisierender Faktor in der Konjunktur und insbesondere in einem Konjunkturabschwung, nur diesmal eben nicht. Und das sieht man hier sehr schön. Die kleine grüne Säule nach oben, 2009, 2010, dreht sich in minus 5,8% 2020 und minus 5,8% ist der private Konsum oder wird der private Konsum heuer einbrechen. Das heißt, der Konsum verliert seine konjunkturstabilisierende Funktion. Und das ist ein Problem, weil nämlich hier gleichzeitig das Einkommen sinkt. Das ist die gelben Teile der Säule, also die gelben Säulen sind das Einkommen. Und Sie sehen, das Einkommen sinkt. Der Konsum, klar, Arbeitslosigkeit ist gestiegen, steigt weiter. Das Einkommen sinkt, der private Konsum bricht drastisch ein. Und das Problem, die Leute, was sie 2008 gemacht haben, dass sie nämlich entspart haben, das ist die blaue Linie, das sind sie die Sparquote, die sinkt darunter. Also die Leute haben auf ihr Erspartes zurückgegriffen und damit diesem Einkommensverlust gegengesteuert. Das passiert derzeit überhaupt nicht. Derzeit passiert eher das Gegenteil. Das heißt, die Sparquote steigt drastisch an. Wir werden heuer eine Sparquote von ca. 13% sehen. Das ist die blaue Linie, die da nach oben geht. Und dadurch ist der private Konsum quasi noch einmal belastet. Die Sparquote oder diese Konsumunmöglichkeit, wie wir es bezeichnen, und der Anstieg der Arbeitslosigkeit führen zu diesem Muster. Und das Sparen lässt sich jetzt in zwei Dinge, da gibt es zwei Aspekte. Auf der einen Seite gibt es das Zwangssparen, wenn Sie nichts ausgeben können, bleibt es am Konto, geht vielleicht aufs Sparbuch. Aber es gibt auch dieses Vorsichtssparen. Und das ist das zweite Element, das diese Sparquote so deutlich nach oben treibt. Dieses Vorsichtssparen, das die Leute jetzt begonnen haben, angesichts der schlechten Wirtschaftsentwicklung, angesichts der Rezession, angesichts der hohen Arbeitslosigkeit. Sie wissen teilweise nicht, ob sie nach der Kurzarbeit wirklich wieder ihren Arbeitsplatz zurückbekommen, mittelfristig, ob das aufgeht, diese Rechnung mit der Kurzarbeit. Und das führt zu einem Vorsichtssparen. Und das Resultat ist diese hohe Sparquote. Zu den Sparen. Anschließend, wenn man sich die VGA anschaut, eine weitere wichtige Konjunkturkomponente sind die Investitionen und da schaut es ganz anders aus. Also Investitionen gehen zurück, ja, aber nur etwa so stark, wie sie auch 2009 zurückgegangen sind. Das ist etwas, das nicht so schnell reagiert. Ganz klar, privater Konsum ist viel reagibler in der Konjunktur. Und ja, es sind hier Investitionen abgebrochen worden, storniert worden, weitergeschoben worden und sie sind, das sieht man hier auch sehr deutlich, also es geht runter auf minus 6,7% bei den Investitionen, vor allem Ausrüstungsinvestitionen, das ist der dunkelrote Teil der Säule, werden hier heuer nicht stattfinden. Der Bau hilft ein bisschen.
und zwar hilft stärker als in der letzten Krise 2008. Das sehen wir doch, dass er ein bisschen unterstützt, der bremst diesen Einbruch, aber trotzdem Bruttoanlageinvestitionen treiben diesen Einbruch, also den Einbruch der Investitionen. 2021 sehen wir wieder ein ähnliches Muster. Es gibt einen Rebound. Ja, klar, es wird hier aufgeholt, es wird hier nachgeholt. Aber noch einmal, auch wenn wir hier einen Anstieg der Investitionen um 4,7% nächstes Jahr prognostizieren, wir kommen von einer relativ niedrigen Basis aus. Der Exporteinbruch, den wir derzeit sehen, ist ebenso ähnlich stark wie im Krisenjahr 2009. Exporte, hier die grünen Säulen, sind in etwa im gleichen Minusbereich wie auch 2008, 2009, so um die -12% Einbruch der Exporte. Es gibt aber schon Unterschiede, weil nämlich während diesmal dieser Exporteinbruch sich praktisch auf alle unsere Exportdestinationen, auf alle Länder, in die wir exportieren, relativ gleichmäßig verteilt, war das 2008, 2009 ziemlich konzentriert. Und was wirklich anders war, ist Asien, die Exporte nach Asien sind damals nur geringfügig zurückgegangen und haben uns dann auch beim Aufschwung im Jahr drauf, 2010, sehr geholfen. Das stellt sich heuer ganz anders dar. Also die Exporte nach Asien sind genauso stark eingebrochen wie unsere Exporte in andere Länder. Asien hat genau die gleichen Probleme, auch was das Virus betrifft. Und insofern wird uns Asien diesmal aus dieser Krise nicht so stark raushelfen können, wie das das letzte Mal passiert ist. Und deswegen auch dieser Anstieg der Exporte im Jahre 2021, den Sie hier sehen, um 6,9%, fällt nur halb so stark aus oder wird nur halb so stark ausfallen wie der Anstieg der Exporte 2010. Zum Arbeitsmarkt. Wir sehen hier einen Anstieg der Arbeitslosen. Ganz den Höhepunkt haben wir erreicht Mitte April. Seitdem ist es ein bisschen besser geworden, aber das ist vor allem im Bau und in anderen saisonalen Bereichen. Wir sehen einen Rückgang der unselbstständig Beschäftigten, das sind die gelben Säulen in den negativen Bereich. Und wir sehen einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenquote heuer nach Eurostat prognostizieren wir mit 6,8%. Wobei, wenn man sich die Beschäftigung in Köpfen anschaut und die Beschäftigung nach geleisteten Arbeitsstunden, sieht man einen großen Unterschied auf der rechten Grafik. Die Köpfe sind die grünen Säulen, das geht heuer um -2,2% runter und die Arbeitsstunden um -6,5%. Und hier sehen Sie schon, wie die Kurzarbeit zum Tragen kommt und wie die Kurzarbeit hier hineingreift in dieses Bild der Arbeitslosigkeit und des Arbeitsmarktes. Die Kurzarbeit neu, wie sie aufgestellt worden ist in diesem Land, verhindert einen stärkeren Beschäftigungsrückgang und einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Und das sehen wir ganz genau hier auf dieser Folie, wo man sieht, und das ist die mittlere Grafik, bis jetzt sind 1,3 Millionen Kurzarbeitsanträge eingelangt. Nun, wir wissen aus der Krise 2008, 2009, dass nicht alle Kurzarbeitsanträge, die einlangen, auch dann umgesetzt werden, in dem Sinne, dass jemand wirklich in Kurzarbeit geht. Und das sehen wir auf dem linken Grafik. Es gab damals 40.000 Kurzarbeitsanträge, was schon interessant ist, weil derzeit sind wir bei 1,3 Millionen. Ja, also da sieht man deutlich den Größenunterschied und den Unterschied des Ausmaßes dieser Krise. Also 40.000 Anträge und in Wirklichkeit in Kurzarbeit sind damals nur 26.000 gegangen. An dem haben wir uns ein bisschen orientiert bei den Berechnungen, was die Kurzarbeit derzeit bedeutet für die Entwicklung der Arbeitnehmerentgelte. Also sie sind davon ausgegangen, dass 35% der Anträge sich nicht realisieren. Und das sehen Sie auf der rechten Grafik. Und hier sehen Sie, dass diese Kurzarbeit den Einbruch bei den Arbeitnehmerentgelten halbiert. Also richtig gehend wirklich abfedert.
Ohne Kurzarbeit wären wir bei der gelben Säule, mit Kurzarbeit sind wir bei der grünen Säule. Ein paar Worte zur Inflation, eigentlich dem Kernthema. Also in Normalzeiten ist das eines der Kernthemen einer Nationalbank. Derzeit ist es vielleicht eher ein Randthema. Aber auch hier, vielleicht auch, weil die Unsicherheit so groß ist. Es gab ja schon einmal große Schwierigkeiten, überhaupt die Inflationsrate zu messen in Krisenzeiten. Und Statistik Austria hat da, glaube ich, Großes vollbracht und hat hier viele Ersatzindikatoren auch hineingeschoben, hat Anrufe getätigt, online geschaut, Webscraping betrieben und so weiter und so fort. Auf alle Fälle, was sehen wir für unsere Prognose? Während im letzten Jahr die Inflationsrate in Österreich noch 1,5 betragen hat, wir prognostizieren wir sie heuer mit 0,8 und nächstes Jahr auch gleich mit 0,8. Das bedeutet nicht, dass diese 0,8 sich so durchziehen in allen Monaten, sondern ganz im Gegenteil, da gibt es ein großes konjunkturelles Muster drinnen, das ist die schwarze Linie in der Grafik. Und Sie sehen, dass diese Inflationsraten derzeit fast Monat für Monat kleiner werden und wir erwarten eigentlich gegen Jahresende sogar unter Umständen eine negative monatliche Inflationsrate, um dann im nächsten Jahr wieder zügig hinauf zu gehen, um jeweils im Durchschnitt der Jahre bei 0,8 zu landen. Getrieben wird das Ganze, der Herr Gouverneur hat es schon angerissen, durch den Energiepreis. Das sind diese orangen, roten Säulen, die da so ins Negative gehen. Da sehen Sie, wie dieser niedrige Energiepreis die Inflationsrate zusätzlich zu der Rezession nach unten zieht. Ein Phänomen, wo wir gesagt haben, das passiert heuer, das löst sich im nächsten Jahr wieder ein bisschen auf. Und wir sehen auch schon in den Annahmen für diese Prognose ist drinnen, dass sich der Rohölpreis von 64 US-Dollar letztes Jahr auf heuer 36 US-Dollar halbiert. Aber wie die letzten Tage gezeigt haben, beginnt der Rohölpreis gerade wieder zu steigen. Last but not least, ein paar Worte zum Budget. Auch mit großer Unsicherheit behaftet, brauche ich, glaube ich, dann nicht ausführen und nicht dazu sagen. Was wir hier sehen, ist, dass das, was wir geschafft haben, nämlich einen Budgetüberschuss von 0,7% des BIP im Jahre 2019, derzeit gerade zerbröselt. Und es zeichnet sich ab, ein Budgetdefizit nach unseren Berechnungen von minus 8,9%. Wir liegen da sehr ähnlich wie die anderen Institutionen in diesem Land, die sich auch um diese Zahl kümmern. Was wir gemacht haben, 38 Milliarden Paket, das große Maßnahmenpaket plus das Kurzarbeitspaket, 12 Milliarden. Aber unter der Annahme, dass es eben nicht ganz ausgenutzt wird, insbesondere heuer nicht ganz dieses Geld gebraucht werden wird, mit 20 Milliarden sind wir da hineingegangen und landen bei minus 8,9% Budgetdefizit. In den kommenden zwei Jahren wird sich dieses Defizit natürlich wieder verringern. Ich meine, die Konjunktur sollte anspringen, wenn dieser ganze Zauber zumindest ein bisschen vorbei ist und hier mehr möglich ist an wirtschaftlichen Aktivitäten. Aber im Prognosezeitraum geht sich ein Überschuss, wird sich wohl nicht ausgehen. Abschließend noch ein paar Worte zur Schuldenquote. Letztes Jahr 70,4% erreicht. Viel gespart, viel erreicht, 70,4%, auch hier zerbröselt. Wir sehen oder wir prognostizieren für heuer 84,4% Verschuldensquote im Prozent des BIP. Das ist viel, aber angesichts der Maßnahmen und angesichts der Notwendigkeiten ist es das, was es ist. Und es ist eine ganz ähnliche Bewegung wie in allen anderen Ländern, die sich dann wieder etwas verbessern sollte. Dazu gesagt, abschließend noch, die Europäische Kommission hat ja angesichts dieser Entwicklungen und angesichts dieser Pandemie, die hier als Naturkatastrophe einzustufen ist, die General Escape Clause aktiviert und es gibt keinerlei Gegenmaßnahmen oder Vorschriften oder penale Zahlungen oder so aufgrund dieser Zahlen. Gut. Damit bin ich am Ende meiner Präsentation und ich möchte die Gelegenheit noch einmal nutzen, mich bei allen zu bedanken, die da mitgearbeitet haben. Danke. Vielen Dank, Frau Dr. Ritzberger. Vielen Dank, Herr Gouverneur.
Ich eröffne jetzt die Fragerunde und lade Sie ein, Fragen an uns zu richten. Bitte benutzen Sie dazu das Mikrofon, das vor Ihnen auf dem Tisch steht. Und ich bitte Sie, nach der Frage das Mikrofon wieder zu muten, damit wir also da bei den Übertragungen keine Nebengeräusche haben. Bitte sehr, wer wünscht das Wort? Frau Kollegin, bitte. Nina Flore, ATV aktuell. Herr Holzmann, Sie haben vorhin... ...Prozent anzuheben. Warum ist denn das wichtig, dass die Inflation auf 2% circa steht? Würde nicht durch eine niedrige Inflation, wie sie jetzt bei 0,8% ist, wäre das nicht auch ein Vorteil für die Konsumenten, weil dadurch die einzelnen Produkte billiger wären? Die Zentralbank hat die 2% gewählt, wie es auch andere Zentralbanken der Welt, der FED, Vereinigte Königreich, Japan getan haben. Warum das etwas über der 0% liegt, nicht 2, hängt damit zusammen, um eine bestimmte Distanz zu 0 oder negativ zu haben. Der Grund ist, dass negative Preisentwicklungen, Deflation, die Gefahr in sich bergen, eine sehr unangenehme Dynamik zu entwickeln. Nicht, wenn die Inflationsrate negativ ist, dann zahlt es sich auf morgen zu warten, anstelle das Geld auszugeben. Und Sie haben gemerkt, gerade im Rahmen des Konsums, wie wichtig der Konsum ist. Das heißt, negative Inflationsraten können die Inflationsdynamik noch verstärken. Und aus diesem Grunde, aber auch aus Gründen, wenn man so will, der Konsistenz in der Politik, ist zu sagen, wir wollen in Richtung 2% gehen, wir wollen diesen Abstand schaffen. Und daher wird versucht, das nicht sofort, gelingt es nicht, aber mittelfristig zu erzielen. Angesichts dieses dramatischen Rückgangs des privaten Konsums, reichen die Maßnahmen, die die Regierung ergriffen hat, jetzt, um durch die Krise zu kommen, oder müssten die nicht viel stärker noch auf Verbesserung der privaten Einkommen gerichtet werden? Ich weiß nicht. Das ist ja wirtschaftspolitisch. Okay. Ich glaube, die Antwort darauf lautet ja. Sie haben recht, nicht? Also das ist der springende Punkt, der uns Sorgen macht. Es ist die Frage, was kann die Wirtschaftspolitik tun? Ist das, wenn man so will, ein weiteres Ausgabenprogramm oder Steuereinnahmenprogramm, Steuerentlastungsprogramm, das hilft? Ja, wenn man so will, das Verhalten der Konsumenten nicht verändert, dann würde das wenig bewirken, weil das Geld nur gespart werden würde, nicht? Also Sie senken die Steuern, hoffen, dass ja mehr konsumiert wird. Wenn es nicht gemacht wird, legen das die Leute auf die Seite. Das heißt, Sie verstärken das Problem nicht, sondern Sie erschweren es sogar. Daher wird in nächster Zeit sehr darauf zu achten sein, ich glaube, wir alle tun es und vor allem auch die Regierung, Vertrauen herzustellen, zu sagen, ihr habt jetzt aus guten Gründen das Geld nicht ausgeben können. Ihr habt jetzt das Geld auf die Seite gelegt. Man weiß nicht, was passiert, ob das Kurzarbeitsprogramm ausläuft. Aber es muss ein Gefühl gegeben werden, ja, wir kehren in eine Normalität zurück. Ja, es ist sinnvoll, wieder dauerhafte Konsumgüter sich anzuschaffen. Der Kühlschrank, der nicht mehr so funktioniert, und nicht zu warten. Ja, es ist jetzt gut, dieses und jenes zu tun. Es ist eine, wenn man so will, eine Vertrauensfrage und eine Verhaltensfrage, die durch glaubwürdige Wirtschaftspolitik unterstützt wird, die auch jetzt durch direkte Maßnahmen unterstützt werden kann. Aber ich glaube, die Wichtigkeit ist, in der nächsten Zeit zu sagen, Maßnahmen zu setzen, die das Vertrauen in die Wirtschaftspolitik noch verstärkt und aufrechterhält. Aber was wäre das zum Beispiel? Also eine Mehrwertsteuersenkung, wie sie ja auch diskutiert wird, gehört dann offenbar nicht dazu. Na, es würde schon möglich sein, nur die Mehrwertsteuersenkung alleine
würde es nicht tun. Es würde sogar nur das Defizit erhöhen, das Sparen erhöhen, ohne dass es den Konsum ankurbelte. Wenn eine Mehrwertsteuerveränderung, etwa wie es in Österreich im kleineren Maße, in Deutschland jetzt auch gemacht wurde, in Zukunft bei stärkeren Verdauen, kann es das verstärken. Nur als sich alleine wäre diese Maßnahme ungeeignet. Die erste ist sehr einfach. Das Vertrauen, das auszugeben, ist viel, viel schwieriger. Dankeschön. Ich glaube, zuerst war der Richard Wienz, Salzburger Nachrichten. Richard, bitte. Ja, Wienz, Salzburger Nachrichten. Ergänzend zu dem, was die Kollegin gerade gefragt hat, in der Prognose, auch vor allem was die Erholung betrifft für 2021, sind natürlich mögliche Konjunkturpakete nicht enthalten, weil es ja noch keine Beschlüsse gibt. Aber gibt es da sozusagen ein, wie die Ökonomen immer sagen, ein Risiko nach oben, weil die beeinflussbaren Aggregate Konsum und Investitionen, wo man national etwas tun kann, eventuell besser ausfallen könnten noch durch Konjunkturpakete? Wie ist da Ihre Einschätzung? Wenn man so will, das ist unsere Hoffnung. Einschätzung würde ich da im wissenschaftlichen Sinne nicht so sehen. Ich glaube schon, und man hat es jetzt gemerkt, nicht, also wie das Unlocking, die Confinement, nicht, wie dieses Aufbrechen, wie die Leute wieder europaweit, wenn man sich in den unterschiedlichsten Kanalen angeschaut hat, wieder hinauszugehen, wieder das zu tun, was man vorher gemacht hat. Wenn man das wieder tun kann und dieses Gefühl wieder herstellt, nicht, das wird sowohl auf den Konsum als auch auf das Arbeitsangebot so mögliche positive Wirkungen haben. Und das muss eben abgewogen werden zwischen dem zu sagen, ja, ihr könnt wieder, aber bitte versucht die Regeln, die da sind, die jetzt viel weniger sind, aber noch immer da sind, zu berücksichtigen. Nicht? Ich glaube, das Ärgste, was passieren kann, meine Einschätzung, wenn man jetzt über das hinausgeht und wir, wenn man so will, eine zweite Welle generieren, denn wenn einmal ein zweites Mal das passiert ist, dann wird, wenn man so will, die Konsumneigung noch stärker nach unten zu gehen und noch stärker zu sein, sie wieder herauszuholen. Das wäre meine Einschätzung. Ich würde gerne ergänzen, diese Szenarienfolie, die gibt Ihnen ein bisschen Orientierung und ein bisschen eine Antwort auf Ihre Frage. Also ein Konjunkturpaket, das hier unterstützend wirkt, würde dieses milde Szenario natürlich wahrscheinlicher machen, weil das nicht nur auf die Infektionszahlen abstellt, sondern auch implizit ein bisschen auf die Unterstützungsmaßnahmen, die hier dazugeschoben werden könnten. Dankeschön. Thomas Karabatschek, du wolltest eine Frage stellen. APA. Danke. Ja, in gewisser Weise sehr ergänzend. Erstens nur technisch, haben Sie auch die Arbeitslosenrate nach österreichischer Definition berechnet, weil das die ist, die wir üblicherweise verwenden für einen Vergleich. Und die zweite Frage ist, wann glauben Sie oder wann prognostizieren Sie, dass die österreichische Wirtschaft wieder das Niveau von 2019 erreicht? Und glauben Sie, dass wir überhaupt wieder auf das Niveau kommen, das 2019 prognostiziert war? Oder kommen wir im besten Fall auf einen Wachstumspfad, der halt um ein paar Jahre verschoben oder ein Stück unter dem Wachstumspfad ist, der 2019 erwartet war? Also zu Ihrer ersten Frage, wenn ich da kurz antworten darf. Wir haben uns das einmal angeschaut unterwegs in diesem Prognoseprozess und da waren wir bei knapp 10% bei der österreichischen Arbeitslosenquote. Jetzt schaue ich einmal kurz darüber. Das ist das, an was ich mich erinnern kann. Ja, knapp 10%. Das war knapp unter 10% nach nationaler Definition. Und die zweite Frage, wann erreichen wir wieder das, was wir im Dezember geglaubt haben? Das ist eine schwierige Frage. Und das geht in diese Richtung auch V-Shape, also schnell wieder raus aus der Krise, oder U-Shape, wir bleiben lange unten, wir wissen nicht ganz genau, wie lange wir unten bleiben und wie geht es dann wieder rauf. Aber im Moment ist es nicht so, dass wir im Prognosezeitraum das wieder erreichen, was wir hier geglaubt haben, im Dezember noch erreichen zu können in den nächsten 2 Jahren. Aber erreichen wir das, was wir schon hatten wenigstens, oder auch das noch nicht? Man sieht hier auf dieser blauen Linie, das wären die, wann erreichen wir
den Ende 2022 findet sich die blaue Linie auf dieser strichlierten, auf dem Niveau viertes Quartal 2019. Dort treffen sich die beiden Linien rechts. Das heißt, am Ende dieses Prognosezeitraums, Ende 2022, haben wir das erreicht, von dem wir gestartet sind. Das ist jetzt die Antwort auf Ihre Frage. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Boris Gröndahl, Bloomberg. Boris, bitte. Herr Gouverneur, Sie haben Deflation ja schon angesprochen. Das Risiko, wie hoch schätzen Sie das Risiko derzeit ein, dass es zu einer deflationären Entwicklung in der Eurozone kommt? Deflation im Sinne, dass es einige Monate gibt, wo wir negative Preisentwicklungen in einzelnen Ländern haben werden. Das ist sehr wahrscheinlich, aber das ist noch nicht Deflation im ökonomischen Sinne. Wenn erwartet wird, dass die Preisentwicklungen für eine geraume Zeit negativ sein wird, wenn unsere Einschätzungen und richtig sind und die wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die wir gesetzt haben, erfolgreich, dann sollte es keine Deflation geben, weil es sie genau deshalb und genau in dieser Höhe gesetzt haben, um wieder zurückzukehren. Danke. War es das, Boris? Oder? Zweite Frage noch zu dem Beschluss gestern, das PEP um 600 Milliarden zu erhöhen. Haben Sie selbst dafür gestimmt? Waren Sie dafür, diese Entscheidung zu treffen? Und obwohl der bisherige Rahmen ja noch gar nicht ausgenutzt worden ist? Ich war mit der Entscheidung einverstanden, habe in der Diskussion jedoch auch andere Überlegungen eingebracht. Darf ich fragen, welche? Fragen schon, Boris. Fragen darfst du schon. Also welche, vielleicht wenn Sie sagen können, was es für Diskussionspunkte gab, Ich werde nicht über die Diskussionspunkte reden. Ich habe versucht zu argumentieren, dass man vielleicht gegeben das hohe Maß an Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung, die wir da gerade diskutiert haben, und gegeben auch die Unsicherheit über die Wirksamkeit und Instrumente vielleicht etwas noch länger Zeit lassen sollte, vielleicht bis zum Herbst, bis zum Sommer, um das zu tun, wurde aber dann von den anderen, wenn man will, überzeugt, dass die Unsicherheit, die das auf den Finanzmärkten bedeuten würde, wahrscheinlich zu hoch ist, und habe das abgewogen und dadurch mich dafür entschieden, das Gesamte zu unterstützen, um auch die Stimme viel glaubwürdiger zu machen. Danke. Boris, fertig? Ja. Mr. Murphy, Reuters. François, bitte. Hallo, Herr Gouverneur, François Murphy von Reuters. Hallo. Bisschen lauter, ich ja nicht. Ja, ich würde Ihnen das Gleiche sagen eigentlich. Wenn Sie auch ein bisschen lauter reden könnten, dann hier hinten höre ich Sie sehr schlecht. Wirklich, wahr? Entschuldige vielmals, danke sehr. Ja, eigentlich waren das waren hauptsächlich meine Fragen, aber habe ich Sie richtig verstanden? Sie haben dafür argumentiert, dass es nicht bis Juni, dass das PEP nicht bis Juni dauern soll, sondern bis zum Herbst, und Ihre Kollegen waren nicht einverstanden. Aber mit der Größe von 600 Milliarden waren Sie einverstanden. Ja, Größe, da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein, nicht? Aber das ist die wichtige Frage. Die wichtige Frage ist, denn auch diese 600, nicht? Kann man sagen, warum es nicht mehr ist. Es ist mir darum gegangen, dass der Hauptpunkt war nicht die Größe zu sehr, sondern die Frage, wann man die Entscheidung trifft und in welchem Maße man hier die technische Vorbereitung vielleicht noch etwas hätte verbessern können. Aber es war ganz klar gegeben, und Sie haben ja die Zahlen gesehen, dieses Einbruchs, dass es wichtig ist, hier Glaubwürdigkeit zu etablieren, und daher meine eher technischen Bedenken dann von den guten Argumenten der wirtschaftspolitischen Notwendigkeit, rasch und glaubwürdig zu handeln und wie von den Finanzmärkten vielleicht erwartet, das zu erfüllen, das hat mich dann dazu veranlasst, doch wie andere auch dafür zu sein. Verstehe ich Sie richtig? Die Märkte haben eher bis weniger erwartet, so um die 500 Milliarden. Also haben Sie dafür argumentiert?
Nein, nicht weniger. Nicht? Das waren, wenn Sie die Märkte angeschaut haben, die Prognosen waren bei 500 Milliarden, nicht 600 Milliarden gegeben. Die vielen Milliarden, die wir schon in der Zwischenzeit haben, was sind da 100 Milliarden? Also das ist nicht der Unterschied dabei. Dankeschön. Weitere Fragen? Sehe ich jetzt nicht. Dann nehme ich an, wir haben alle Fragen ausreichend beantwortet. Danke, Frau Dr. Ritzberger. Danke, Herr Gouverneur. Ich danke Ihnen fürs Kommen. Ich danke den Zusehern im Internet und wünsche einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.